Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Max und willkommen zum zweiten Part unseres XY11 Unboxings. Wir haben die ersten 18 Booster schon geknackt, waren jetzt noch nicht so der Knüller, deswegen hoffe ich, dass einfach in diesen restlichen 18 Boostern noch was Gutes drin ist. Nochmal vielen Dank an die Kollegen von LottieCards, die uns dieses Display zur Verfügung gestellt haben. Es ist schon ein bisschen da, ich konnte es aber erst heute aufmachen, deswegen bin ich schon sehr gespannt. Also 18 Booster haben wir schon abgezählt. Das sind auch dann die letzten. Wir werden auch nur ein Display öffnen und den Rest natürlich im Tausch oder im Einzelkauf irgendwie zusammensuchen, um das Set so schnell es geht auch zu vervollständigen. Wir wollen auch wieder Decks bauen und brauchen dazu sowieso einen Haufen Karten. Okay, die erste Codekarte geht wieder mal raus an euch. Lasst mich wissen, was ihr gezogen habt. Vielleicht ja irgendwas Spielstarkes, denn es gibt ein paar wenige spielstarke Karten. Der Rest ist dann tatsächlich eher so diese Sammlerschiene, die viele fahren. Und ja, mal schauen, was wir da so finden. Meryl, Ponyta, wir haben die Pokémon soweit eigentlich alle schon einmal gesehen. Nur neue Karten werden wir kurz ansprechen. Mantine haben wir schon gesehen. Hydreigon zum Beispiel, die erste Karte aus dem zweiten Part hier und auch die erste neue Holo-Karte. Okay, zweites Booster. Wir haben wieder ein Mankey. Ich will auch bald mal das Rasaf sehen, weil das ist echt cool. Gefällt mir auch vom Artwork her. Und auch ist es gar nicht mal so schlecht. Ja, kann man sogar coole Decks damit bauen. Greedice, wir haben Monferno, wir haben Galvantula. Sehr cooles Design, auch hier wieder ein Dual-Typ-Pokémon. Wir haben Blitz und Blatt diesmal. Und wir haben ein Volcanion, und zwar das zweite, das ist ganz gut, denn wir wollen sie auf jeden Fall haben, um ein Deck damit zu bauen. Höchstwahrscheinlich mit Entei und mit dem Flamara-Ex aus dem Generationen-Set. Das sind so die ersten logischen Partner, würde ich sagen. Und deswegen probieren wir es einfach mal aus. Also, weiter geht es. Funges haben wir alle schon gesehen. Interessant, auch wieder Lampen. Wir haben Klefki, haben sie davor nicht angeschaut. Einmal während deines Zuges, vor deinem Angriff, wenn dieses Pokémon auf deiner Bank ist, kannst du alle daran anliegenden Karten discarden und dieses Pokémon als eine Toolkarte benutzen. Verhindere jeden Schaden, der dem Pokémon, an dem diese Karte angelegt ist, zugefügt wird von gegnerischen Mega-Pokémon. Wenn diese Karte an eines deiner Pokémon angelegt ist, dann discarde sie am Ende des gegnerischen Zuges. Heißt, für eine gewisse Zeit können wir uns also vor Mega-Pokémon schützen. Man kann sie auf jeden Fall für die Ability ganz cool benutzen. Ich bin schon gespannt, in welchen Decks wir sie sehen werden und wie stark Mega-Pokémon generell jetzt wieder werden in der neuen Rotation, wenn dann ab September es wirklich losgeht und wir nur noch ab Protoshock spielen dürfen. Bin ich schon sehr gespannt. Mega Rayquaza ist meine Nummer 1 für die Wahl meines Decks zumindest. Aber dann wird auch Giratina und sowas wieder ganz gut kommen. Bin ich schon gespannt. Meowth! Und wir haben wieder Talonflame. Wenn man sie wirklich auf der Starthand hat, wenn das aber nicht der Fall ist, ist das eine tote Karte. Und man hat auch nicht mehr die Chance, das irgendwie, ja, rückgängig zu machen. Man kann ja nicht seinen Anfangszug irgendwie mitten im Spiel nochmal neu setzen. Und deswegen ist die Karte einfach nicht gut. Ninja Boy, Rapidash. Wir haben den Klink und wir haben Amoongus, Crazy Spore, Auweia. Und wir haben hier schon wieder einen wunderschönen Produktionsfehler. Das ist leider nicht der erste. Also wenn ihr Part 1 noch nicht gesehen habt, da haben wir schon ein paar davon gehabt. Also, Simply Unlucky, würde ich sagen. Aber den Typen gibt es ja schon auf YouTube. Opa, einmal weggeflippt und einmal Primeape, da haben wir schon gesagt, das ist unser sehr gutes, also ich bin echt begeistert von dieser Karte, von diesem Rasaf. Wir haben die Attacke Swagger. Fängt schon mal cool an, weil der Name geil ist. Für eine farblose Energie machen wir 20 Schaden und wirf eine Münze bei Kopf, kannst du eine Energiekarte beim gegnerischen aktiven Pokémon wegschmeißen. Die zweite Attacke, Spirited Throw, macht 30 Schaden plus und wenn, bevor dieser Schaden resultiert, das gegnerische aktive Pokémon mehr KP übrig hat als dieses Pokémon, machen wir 60 Schaden mehr. Das heißt also, wenn der Gegner mehr KP hat als wir, machen wir 90 Schaden für zwei Kampfenergiekarten. Wenn man bedenkt, dass es die Strong Energy gibt und wir da Möglichkeiten haben, einfach noch mehr Damage zu machen, dann können wir hier mit zwei Energiekarten locker über 100 Schaden kommen. Ja, kommen auf 110, vielleicht sogar auf 130 Schaden. Und das ist auf jeden Fall cool, vor allem für ein Non-EX-Pokémon, das sogar Levelball-fähig ist, hier mit 90 KP. Da bin ich schon sehr gespannt, weil Kampf-Pokémon sind sehr gut unterstützt worden schon durch XYC. 10 mit dem Carbink, also mit dem Rokara, mit dem Rokara Turbo. Heißt, wir sollten da relativ schnell auch dieses Rasaf mit Energiekarten versorgen können und dann einfach mal draufhauen. Bin ich schon echt sehr gespannt. Yanma, ich will unbedingt Yanmega und das Turbo haben, weil das sind auch sehr gut spielbare Karten. Wir haben Lavesta
Und wir haben Chandelure mit der Ability Sinister Selection. Einmal während deines Zuges, bevor du angreifst, darfst du dir die obersten zwei Deckkarten anschauen, entscheide dich für eine und schmeiße die andere einfach weg. Also ist ungefähr wie ein Acrobike, wir können es jede Runde spielen. Das ist ganz cool, Past Friends, wir werden damit zwar nie angreifen, aber macht 10 Schaden und dieser Angriff fügt 10 mehr Schaden zu für jeden Supporter in unserem Discard Pile. Wenn man mal so überlegt, wie viele Supporter man im Regelfall auch im Late Game schon im Discard Pile hat, sind es vielleicht 6 Stück, 7 Stück und dann, gut, 80 Schaden für 2 Energiekarten. Das ist wieder so eine Geschichte, mit Dimension Valley ist es vielleicht etwas lustiger, aber ansonsten sehe ich jetzt momentan noch keinen großen Nutzen in dieser Karte. Wir haben das Jump Love, süße Karte, Fluffy Transport. Ein Phase 2 Pokémon braucht einfach seine Zeit, um wirklich aktiv im Spiel mitmachen zu können. Und da mit 90 KP ist das dann doch etwas zu wenig. Nose Pass, jawollo, haben wir alles schon gesehen, Braviary. Drifloon, wir haben wieder einen Toxicroak. Freunde, ich werde langsam nervös. Wo bleiben denn die ganzen EX-Karten? Wo bleiben denn die Full Arts? Wo bleibt das, was ich eigentlich haben will? Wo bleibt mein Professor Platan? Gott sei Dank heißt er auch hier bei mir Professor Sycamore. Das sind alles so Dinge, die mir einfach wichtig sind. Englische Karten, englische Namen. Und jetzt hat hoffentlich auch eine Karte, die ich suche. Und es ist Ninja Boy. Es ist das Xerneas Break. Das ist schon mal sehr cool, denn wir haben hier die Attacke Livestream für 2 Feenenergien, macht 20 Schaden mal der Anzahl an Energiekarten, die an all unseren Pokémon anliegt. Und wenn wir jetzt an das Xerneas aus dem normalen Set denken, aus dem XY1 oder aus dem Promo, mit Geomancy können wir einfach viele Energiekarten ins Spiel bekommen und zwar vom Deck. Bin ich schon gespannt. Also Xerneas Break wird auf jeden Fall eines der Decks sein, die wir bauen werden. Ein straight Xerneas Break Deck. Und wir haben einmal Spiritomb, haben wir schon mal gesehen. Auch nicht die Welt. So, wir haben Dino, wir haben Rufflet, Clownshar, wir haben Primeape als Reverse-Holo-Karte und wir haben das Mega Gardevoir EX, diesmal die Regular Art, schaut auch extrem cool aus. Dieser böse Blick, ich weiß nicht, also Despair Ray, das Mädchen, dem geht's nicht so gut, die ist verzweifelt, die muss da irgendwas machen und opfert sogar ihre eigenen Freunde auf der Bank. Bin ich schon sehr gespannt, was die Geschichte dahinter ist, warum dieses Mega Gardevoir jetzt wieder einmal so aktiv dabei ist. Wir hatten sie ja schon die letzten Sets immer mal wieder am Start und ja. Trotzdem, schöne Karte. Ich freue mich, dass sie da ist. Jetzt auch in der Regular Art. Jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da wieder was Neues ziehen. Wir haben das Ponyta Reversal und wir haben Bisharp. Oder Bisharp? Bisharp? Da haben wir auch ein Finsternis- und Metall-Pokémon. Retaliate für eine beliebige Energiekarte 30 plus 60 weitere, wenn im letzten Zug von uns ein Pokémon besiegt wurde. Und Macklaw macht 60 Schaden und der Schaden hiervon ist nicht von Resistenz betroffen oder wird nicht durch Resistenz beeinflusst. Okay, es wird besser. Schon mal ein paar Holos und eine EX-Karte. Aber Freunde, es geht immer weiter. Es geht immer weiter und wir wollen auch immer mehr. Schauen, dass wir auch da wieder neue Sachen kriegen. Bis jetzt noch nichts dabei. Wir haben das Tangrowth als Reverse-Holo-Karte und wir haben Avaluk. Coole Karte. Schaut auf jeden Fall interessant aus, aber auf den ersten Blick auch nicht wirklich spielbar. Deswegen auch für euch wahrscheinlich nicht so interessant. Die meisten von euch wollen ja immer, dass man ein bisschen mehr über die Karten erzählt. Aber ich weiß, dass auch viele von euch sich eher für die spielbaren Karten interessieren. Und deswegen möchte ich da auch direkt die Karten, die unnötig sind, mal skippen. Und euch eher sagen, welche Karten ihr euch holen solltet. Sowas wie Amaldo ist auf den ersten Blick auch nicht das, was man vielleicht spielen möchte. 100 Schaden schauen zwar interessant aus für ein Phase 1 Pokémon, aber man muss es erst aus einem Fossil entwickeln und deswegen, naja, ich weiß noch nicht. Wir haben jetzt endlich ein Yanmega und das ist wirklich cool. Das gab es schon früher in einer ähnlichen Version. Es hat die Ability Sonic Vision. Wenn du genau 4 Handkarten auf der Hand hast, ignoriere alle Energiekosten, die dieses Pokémon hat für seine Attacken. Und die Attacke Assault Boom für 3 Energiekarten, deswegen ist der Effekt auch so cool, 50 und wenn das gegnerische aktive Pokémon eine Toolkarte anliegen hat, machen wir 70 Schaden mehr, sprich 120. Aber auch die Break-Version hat eine interessante Attacke und das ist jetzt die nächste Karte, die ich gerne haben möchte. Auf jeden Fall ist Yanmega sehr gut spielbar, wenn man an solche Karten wie Richter denkt. Der Richter sagt, ja, beide Spieler mischen ihre Hand wieder ins Deck. Und beide Spieler ziehen 4 Karten. So kann man das immer wieder genau auf diesen Zustand bringen mit dem Kampffahnder.
kann man da immer wieder dafür sorgen, dass man keine Energiekarten zahlen muss oder man spielt seine Hand dementsprechend runter, dass man immer nur diese Anzahl an Karten hat. Fungus und wir haben das Xerneas und das ist genau auch wie bei Yveltal dieselbe Version aus dem XY1 Set, nur mit einem neuen Layout oder mit einem neuen Artwork, was auch sehr schön ausschaut. Mit Geomancy, wir dürfen zwei unserer Bank-Pokémon aussuchen und eine Feenenergiekarte an jedes dieser Pokémon aus dem Deck anlegen. Ansonsten Rainbow Spear macht auch 100 Schaden und wir müssen eine Energiekarte wegwerfen. Das ist aber nicht schlimm. Mit dem Break, wie gesagt, das wird das Deck sein, was wir uns bauen wollen. Viele Energiekarten muss man da spielen. Aber das heißt, wir können dann auch sehr, sehr viel Schaden machen. Bin ich schon gespannt. Wird lustig. Es wird auf jeden Fall lustig. Wir haben Lavestra Ponita. Das ist auch eine Karte, die geht direkt an die Nikki, sobald sie hier als Reverse-Holer auftaucht. Wir haben Braviary und wir haben Hooper. Es ist nicht das Super mit Scoundrel Ring, dass wir unser EX-Pokémon raussuchen können, aber es ist nicht schlecht. Und es ist auch eine der Pre-Release-Karten gewesen, die sehr gut ausschauen. Vollkommen in Ordnung, also genauso einzureihen mit Volcanion, mit Yveltal und mit Xerneas. Die Legendären wissen da ganz genau, wie der Hase läuft. Haben auch alle sehr gute Attacken dafür, dass es Basis-Pokémon sind. Und jetzt mit den Break-Versionen dazu ist das natürlich nochmal ein Ticken geiler. Okay, Ponyard, wir haben Klink, Spirit Link, alles am Start, Klefki, den Greedy Dice als Reverse-Holo-Karte und ein Drudigon und das schaut richtig fies aus. Und das ist eine Regular Rare, nicht mal eine Holo, vorletztes Booster, Freunde. Und es wird noch schlimmer. Das ist unfassbar, ich weiß echt nicht, was da los ist. Ah, manchmal passiert das, also es ist kein Vorwurf an die Kollegen von Lotticards, die haben ja damit gar nichts zu tun, die haben das Display auch eingekauft. Und ja, da habe ich einfach mal Pech gehabt. Ich hatte schon mal ein Display von Protoshock und hatte da sehr viele Misscuts, aber nur die letzten Karten. Das heißt, ich habe in meiner Sammlung zu dem Set habe ich 3 Full Art Karten, die einen Misscut haben. Ist schade, aber trotzdem was Besonderes. Wir haben Shiftry und Shiftry ist hier ein Pflanze- und Finsternis-Pokémon. Mit Wicked Wind macht 40 Schaden und bis zum Ende des gegnerischen nächsten Zuges haben alle Stadium-Karten und Tool-Karten im Spiel keinen Effekt. Und das beinhaltet sogar dann auch Karten, die erst nächste Runde ins Spiel kommen. Und Extra Sensory macht 60 plus. Wenn du dieselbe Anzahl an Karten in deiner Hand hast wie dein Gegner, machst du 60 Schaden mehr. Heißt, wir haben auch da vielleicht einen Partner gefunden für das Yanmega. Ja, es braucht auch immer eine bestimmte Anzahl an Karten. Man möchte es immer wieder hinbekommen. Und hier würde sich auch das Shiftry drüber freuen. Das Coole ist, mit Forest of Giant Plants können wir das Shiftry auch sehr schnell hochzüchten, da es ein Pflanzen-Pokémon ist. Mit einer Doppelfarblos kann man angreifen. 60 für eine Doppelfarblos ist okay. Aber 120 finde ich besser. Stage 2, sagt man immer, ist ein Problem, aber mit Forest of Giant Plants, wir haben auch schon bei Superior gesehen, es ging. Es war nicht das stärkste Deck, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und das letzte Booster, und wir bleiben nicht von weiteren Fehlern verschont, das ist wirklich schade. Wir haben Sneasel, Mantine, Mankey, Yanma, Apoom, wir haben Drifblim, wir haben Fletchinder, Tangrowth, wir haben Spiritomb als Reverse-Holo-Karte und wir haben ein Galvantula. Und das, Leute, das war es. Das war ein ziemlich, und ich muss ehrlich sein, das war ein ziemlich beschissenes Box-Opening. Wir haben echt nichts gezogen. Wir haben insgesamt 3 EX-Karten und 2 Turbo-Karten. Das sind 5 Ultra-Rares in meiner Rechnung. Und das sind einfach mal 3 zu wenig. Ganz, ganz schade. Trotzdem, es ist ein Teil, der für die Sammlung notwendig ist da. Jetzt muss ich mir nicht die ganzen Comments zusammensuchen. Einige Holos sind am Start. Die Rares sind auch gut vertreten. Ich werde mal gucken, was alles fehlt. Ihr werdet natürlich bei PlayOn sehen, welche Karten ich noch suche und in welcher Anzahl. Heißt, solche Karten wie Volcanion X brauche ich noch ein paar. Professor Silkemore Fullout wäre ganz cool. 4 Stück. Mal gucken. Aber wenn ihr was zum Tauschen habt, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Ihr findet alle Links, alle Kontaktdaten. Dann können wir gerne tauschen. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, Freunde. Dann drückt unten auf den Like-Button. Lasst es mich wissen. Schreibt mir was Cooles in die Kommentare. Welche Karte euch zum Beispiel am besten gefällt aus dem kompletten Set. Wozu würdet ihr gerne ein Deck mal bauen oder sehen wollen? Was sollen wir für euch machen? Lasst es uns wissen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Wenn ihr neu dabei seid, vergesst nicht, auf den roten Button zu drücken und meinen Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Ob es jetzt ein Deck-Profile ist oder vielleicht nochmal online irgendwas. Vielleicht machen wir da auch Matches mit den Decks oder. Lasst uns einfach Vorschläge da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Spielen. Macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.
So, bei der Familie Landgraf habe ich etwas Spezielles gekauft, und zwar ein kleines Wissensskript. Es geht hier nämlich um die vielen Modelle aus der Natur-, Technik- und Wirtschaftswelt.